bin zurück, euer Haarprofi des Vertrauens. Wisst ihr Bescheid, aber ich bin diesmal nicht alleine. Ich habe dabei... Damian. Hallo. Ich bin Damian, arbeite seit August für Dyson als Beauty Trainer und ja, freue mich, euch heute so ein paar coole Hacks und Tricks zu zeigen, wie wir mit dem neuen Dyson Airwrap Multi-Hairstyler arbeiten. Vor allen Dingen freue ich mich auch auf dich und vor allen Dingen auf deine Haare. Denn da hast du wirklich gutes Arbeitsmaterial für mich mitgebracht. Und freut mich. Da werden wir bestimmt richtig was reißen können. Sehr cool. Also ich freue mich auch, dass du dabei bist. Ich hatte schon beim letzten Mal gefragt, ob es möglich wäre. Jetzt hat es endlich geklappt. Ich finde es gar nicht schlecht, wenn man mal einen Pro hier hat, der wirklich zeigen kann, was man aus diesen Geräten rausholen kann. Und ich glaube, dafür bist du einfach der Beste und ich bin so gespannt. Wir haben auf jeden Fall einige Neuheiten dabei. Mhm. Vor allen Dingen den neuen Airwrap Multi-Hairstyler. Und da hat sich auch ein bisschen was verändert. Vielleicht hast du auch schon so das ein oder andere mitgekriegt vom Lounge-Event. Auf jeden Fall. Ja, das Besondere letztendlich ist eigentlich, steckt in den Aufsätzen, denn am Hauptgerät ist zum Glück alles gleich geblieben. Okay. Das bedeutet, du kannst auch die neuen Aufsätze auf deinen vorherigen Produkt nutzen. Ah, guck mal, das wusste ich tatsächlich nicht. Aber die neuen Aufsätze haben beispielsweise immer noch mal viel intensivere Funktionen, beispielsweise, oder einfache Funktionen. Unser Grundgedanke war, dass wir einfachere und schnellere Stylings erzeugen können und vor allen Dingen bessere. Okay. Und ich denke, das haben wir auf jeden Fall damit erreicht. Starten wir mal mit den neuen Aufsätzen oder den neuen Lockenaufsätzen. Da ist es richtig cool, dass du jetzt oben die Richtung direkt einstellen kannst. Bedeutet, du hast kein lästiges Wechseln der Aufsätze mehr, wenn du irgendwie jetzt die Seite wechseln möchtest. Da habe ich tatsächlich einen Struggle, weil für mich ist manchmal schwer, wenn ich dann mit links arbeiten muss, aber eigentlich muss ich mit rechts arbeiten, dann war mein Gehirn immer so Error, aber ziemlich cool, dass man das jetzt einfach drehen kann. Das war auf jeden Fall immer so die Meisterarbeit für mich, wenn ich den Airwrap erklärt habe, welchen Aufsatz nimmst du für welche Seite und so kannst du nach Gefühl auch einfach drehen oder halt über den Spiegel dann direkt auf den Aufsatz schauen und siehst dann die richtige Richtung. Dann haben wir den Trocknungsaufsatz und da haben wir auch eine kleine Neuerung. Einmal haben wir die Funktion zum Trocknen der Haare, also Haare waschen, einfach trocken föhnen und anschließend kannst du aber auch fliegende Härchen damit legen. Die Funktion kennen wir schon so ein bisschen vom Supersonic. Da gab es ja diesen Fly-Away-Aufsatz, der so ein bisschen schnabelförmig ist. Und diese Funktion hast du jetzt letztendlich auch hier. Das Ganze kann man hier oben drehen und dann das Ganze aktivieren, wenn der Pfeil hier oben zu diesem kupferfarbenen Stift hier zeigt. Hast du direkt den Modus aktiviert gegen fliegende Härchen. Okay, das musst du mir nachher auf jeden Fall mal zeigen. Und dann haben wir unsere Glättungsbürsten auch überarbeitet. Grundsätzlich sehen die zuerst relativ gleich aus wie vorher, aber der Aufbau ist komplett neu, auch wenn man beispielsweise mal in die Bürsten reinschaut. Haben wir einfach, ja, wir leiten die Luft jetzt richtig und haben einen viel intensiveren Luftstrom und kriegen auf jeden Fall deutlich intensivere Ergebnisse damit. Okay, also beim Vorgängermodell habe ich die Bürste immer mit den Noppen benutzt. Was würdest du jetzt zum Beispiel für meine Haarstruktur empfehlen? Also dicke Haare, ein bisschen robuster, würde ich sagen. Ja, also du hast auf jeden Fall relativ dickes Haar und auch von Natur aus ein bisschen krauses Haar. Ja. Und da brauchen wir einfach auch eine festere Bürste. Okay. Das heißt, die Bürste ohne Noppen wäre für deinen Haartyp am besten geeignet, weil wir einfach auch ein bisschen mehr Kraft haben, um das Haar zu ziehen bzw. auch perfekt zu formen. Bei etwas feineren Haaren wäre beispielsweise dann die andere Bürste sehr gut geeignet, weil die Borsten hier einfach deutlich weicher sind, deutlich softer und so vermeiden wir natürlich auch Haarschädigung. Du kannst dann den Kopf benutzen, weil mein Mann benutzt nämlich das auch. Aber wir benutzen dann beide das mit den Noppen, dann wäre ja für ihn das mit den Noppen besser und für mich dann die ohne. Ja, auf jeden Fall. Also ja,
zwei Fliegen mit einer Klatsche, ne? So läuft's, liebe Leute. Eine Frage habe ich. Mhm. Ich föhne mir die Haare mit dem Supersonic trocken. Ich würde sagen so 80-90% meiner Haare. Und dann habe ich diesen Aufsatz genommen, den ich jetzt natürlich erstmal wechsle. Also kann ich das Gerät bei trockenen, aber auch nassen Haaren benutzen? Also was ist denn die beste Variante sozusagen? Ja, das ist ein super wichtiger Punkt. Mhm. Also wenn du beispielsweise deine Haare damit stylen möchtest, ist es immer besser, wenn du ein bisschen Restfeuchtigkeit im Haar hast. Mhm. Anders zu einem Haarglätter oder zu unserem Coral dürfen beim Airwrap die Haare gerne noch ein bisschen feucht sein. Okay. Ist nur immer schwierig zu wissen, wie feucht oder wie trocken sollen sie sein. Mhm. Und ich empfehle immer, so lange vorzutrocknen, bis die Haare trocken aussehen, sich aber noch so ein bisschen klamm anfühlen, weil dann hast du so die perfekte Basis, um dann weiterzuarbeiten. Okay, dann habe ich ja alles richtig gemacht, weil so hat es sich für mich tatsächlich am richtigsten angefühlt. Okay, wollen wir anfangen? Ja, eine Frage hätte ich. Was wäre so der wichtigste Hairstyle für dich? Also was wäre so deine absolute Wunschfrisur? Also meine absolute Wunschfrisur, ich kann so sagen, meine Haare sind frisch gewaschen. Das heißt, ich habe den Supersonic hinter mir, das Vorgängermodell von dem Airwrap. Und ja, wenn ich schlafen gehe, mache ich mir so einen High Bun. Und das ist das, was ich am nächsten Morgen habe. Sagen wir, ich möchte das jetzt schnell haben, dann würde ich noch diesen Aufsatz nehmen, der eben die Flyaways wegmacht. Dann habe ich halt super gestylte Haare und es sieht wirklich aus, als wäre ich beim Friseur gewesen. Also seitdem meine Haare einfach nur Hammer. Aber ich möchte auch Locken haben. Da würde ich jetzt gern eine Seite sehen, komplett sleek, und eine Seite wäre cool, auch für die Zuschauer, denke ich, wenn es mal so ein bisschen Volumen ist. Und gerade bei meiner Haarstruktur würde ich das total gerne haben. Also einmal lockig oder wellig und einmal sleek. Perfekt, ja? Super. Dann würde ich sagen, starten wir mit dem sleeken Look und glätten dir die rechte Seite einmal richtig mit den neuen Aufsätzen. Ja. Sehr gut. Cool. Ich kämme dir zuerst die Haare einmal durch und dann würde ich vorschlagen, dass ich dir die Haare etwas anfeuchte, einfach damit wir eine super Basis schaffen, um das Haar schön zu glätten oder straight zu stylen. Ich würde sagen, wir befeuchten zunächst deine Haare, weil das ist die wichtigste Basis für das Styling, damit wir einfach richtig schöne Ergebnisse bekommen. Und da habe ich mal eine Wasserspritze mitgebracht. Dann teilen wir natürlich das Ganze auch ein wenig ab, denn einfach so los wäre jetzt ein bisschen zu viel Haar. Um die besten Ergebnisse zu bekommen, macht es einfach am meisten Sinn, wenn man in mehreren Etappen oder Passés arbeitet. Passés sind immer Haarsträhnen übrigens, damit wir die Wärme auch am besten verteilen können auf der gesamten Haarstruktur. Wir arbeiten zwar maximal mit 90 Grad. Ja, ich teile tatsächlich auch, weil ich habe das Gefühl, dass die Hitze einfach ein bisschen besser verteilt wird. Und ich dann einfach auch ein besseres Ergebnis habe. Statt wenn ich jetzt einmal nur so wie durchbürsten, dann habe ich auch viel länger was von dem Ergebnis. Ja, wir arbeiten auf mittlerer Temperaturstufe und maximal Föhnstärke. Ah, ich mache immer auf höchste Temperatur. Ich denke, das wird gar nicht nötig sein. Es ist super wichtig, dass du über die Haarsträhne drüber bürstest, aber nicht zu schnell. Und das Wichtigste ist vor allen Dingen, unten an der Haarspitze wirklich langsam drüber zu gehen, weil bei der Glättung ist die Haarspitze das Allerwichtigste. Okay. Und dann gehe ich einmal mit den Fingern ein wenig drüber. Und zack, haben wir einfach eine perfekte Haarsträhne. Das Ganze machen wir jetzt einmal an der kompletten Seite, also nochmal Step by Step. Und danach habe ich nochmal einen richtig coolen Trick für dich. Okay. Ich muss ja sagen, ich kriege so eine Glücksgefühle. Das ist wie ein Blowout zu Hause. Das ist einfach immer wie toll das aussieht und das ist so, ich könnte mich jetzt schminken, anziehen und rausgehen und habe das Gefühl von, ich war beim Friseur. Ja. Ich liebe das einfach. Ich finde, das ist auch so ein bisschen das Besondere am Airwrap Multi-Hair Styler, weil
du bekommst selber so eine Art Salon-Finish hin. Total. Ohne dich großartig extrem verrenken zu müssen. Also ich finde es auch sehr benutzerfreundlich. Sehr benutzerfreundlich, deswegen bin ich auch so ein großer Fan. Aber ich merke bei dir, du machst es mit einer ruhigen Hand. Ich bin oft ein bisschen so, und jetzt finde ich das Ergebnis noch besser. Und ich habe mir eben schon im Kopf gedacht, okay, zu Hause muss ich mir für jede Strähne wirklich nochmal so die Zeit auch nehmen. Ja. Ja, also so schnell, schnell sieht dann meistens auch so ein bisschen nach schnell, schnell aus. Wenn du wirklich etwas langsamer und geschmeidig über die Strähne gehst, bekommst du auch einfach ein super intensives Ergebnis. Ja, das sehe ich aber auch schon. Ja, sehr, sehr schön. Love it. Es ist einfach irre und man kann es zu Hause machen. Aber eine Sache stört mich auf jeden Fall noch und wir haben hier noch so ein paar abstehende kleine Härchen und that's my die hair. Müssen wir einfach auch jetzt legen. Ganz wichtig ist, dass wir diesen Pfeil oben zu diesem kupferfarbenen Stift gedreht haben. Ist das nämlich andersrum, passiert da leider gar nichts, weil dann ist es die normale Trocknungsfunktion. Wir drehen das Ganze jetzt um, nutzen das Ganze auf kalter Föhnstärke und das ist ja wirklich nur so ein leichtes Finish und gehen dann über die oberste Haarschicht oder über die oberste Fläche der Frisur damit drüber und werden dann einzelne fliegende Härchen eliminieren. Okay, ich habe es tatsächlich bei der auch wieder höchsten Stufe gemacht, aber es ist ja auch hier gut zu wissen, dass es eben auch bei der kühlen Stufe geht. Absolut, also du wirst schon ein wirklich richtig schönes Finish bekommen. Und arbeitest du da jetzt auch Strähne für Strähne? Nein, du gehst wirklich nur von oben einmal drüber, denn den Rest haben wir schon mit der Smoothing-Bürste ausgearbeitet. Okay. Darf ich sagen, dass es das beste Demonstrationsvideo ist und ich mir das selber angucke? Ich gucke wirklich, wie du so runtergehst und das ist so cool. Ja, manchmal guckt man oder sucht man nach Videos und ich finde, manchmal fehlt es wirklich an den richtigen Videos. Muss ich echt sagen, manchmal steht man vor den Geräten und denkt sich so, wie? Und dann reicht die Information aber gar nicht und ich finde, das ist wirklich the best from the best. Sehr natürlich gut. Bei Hattie Duschmidt auf dem Kanal, das darf ich mal. Am Ende, Hände machen einfach auch sehr viel aus. Wenn du das Ganze nochmal so ein bisschen legst, kriegst du halt nochmal so den perfekten Shape in deine Irre. Frisur. Ja, mega ich Ergebnis, meine, oder? Das sieht einfach so, auch wenn es doof klingt, aber so gepflegt aus, so ready to go. Also Handtasche und dann ins Café, weil die Haare sehen einfach so, man hat sich Zeit für sich genommen. Ich liebe dieses Gefühl von gemachten Haaren, muss ich einfach sagen. Möchtest du es mal selber ausprobieren? Ja, wenn ich darf. Also wichtig ist, Pfeil nach oben. Genau, sehr gut. Und du legst quasi diese Platte oben, diesen Stift, der ist eigentlich immer oben am Ansatz und du gehst dann einfach gerade nach also unten so entlang. Also so, sozusagen, genau. Der guckt eigentlich immer nach oben. Ja. Okay, kalte Stufe und dann. Das ist amazing. Perfekt, hast du super umgesetzt. Also, ja, das war jetzt wieder meine schwierige Seite, aber hier wäre es wahrscheinlich für mich wieder einfacher. Aber ich bin. Das ist toll. Bei der Bewegung hatte ich schon Sorge, dass ich abgefahren füllen muss. Ja, aber wirklich, manchmal sage ich, Sebastian, kannst du hinten mit diesem Flyaway-Aufsatz? Ja. Aber ich glaube, mit dem ist es tatsächlich sogar einfacher. Okay. Das stimmt. Also super benutzerfreundlich, weil dieser Stift stellt sich von alleine an. Also du drückst ihn lediglich einmal nur leicht an den Kopf und dann wird der Luftstrom okay. automatisch eingestellt. Und ja, ist halt toll. Super easy dann damit zu stylen. Ach, deswegen ist es beweglich, weil der genau. sich dann, auch da gibt's, sonst hätten wir auch extra einen für die linke und rechte Seite haben müssen. Und da hat auch jemand wieder mitgedacht von unseren Ingenieuren. Starten wir mit den Waves.
Hast du keine Schokoseite oder so? Überhaupt nicht. Beide Seiten. Ja, ja. Die Schokoseiten. Waves. Waves, genau. Also ich finde, das Besondere an Waves ist auch, und wichtiger, dass man sie nicht immer alle in dieselbe Richtung dreht, sondern vielleicht auch mal in die entgegengesetzte Richtung. Und ja, das geht super easy mit unseren neuen Aufsätzen, weil wir hier ganz einfach die Richtung einstellen können, ohne letztendlich die kompletten Aufsätze wechseln zu müssen. Und so werden wir auch heute bei dir arbeiten. Mhm. Wir werden nämlich die Wellen etwas gegeneinander wellen, einfach um ein schönes Volumen auch zu kreieren und nicht immer dieses, ja, wasserwellige Finish, mhm, was zwar auch sehr schön ist, aber wir möchten es ein bisschen lockerer heute haben. Okay, jetzt sehr gespannt. So, ganz wichtig ist natürlich wieder mit leicht feuchten Haaren zu starten. Okay. Da sprühen wir das Ganze mal an. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass du hier mehr Haare hast auf der Seite. Mein Körper führt ein Eigenleben. Dann teilen wir das Ganze natürlich auch wieder ab. Das wäre ja viel zu viel Haar, um perfekte Wellen oder Locken auszuarbeiten. Und gehen quasi einmal so an der Hälfte der Schläfe entlang, stecken das restliche Haar oben einmal fest und haben dann hier unsere Seite, die wir ausarbeiten. Mhm. Hier fehlt auch noch ein bisschen Feuchtigkeit. Immer wichtig beim Umformen. Dann starten wir mit der ersten Strähne vorne und da ist es immer wichtig, dass sie vom Gesicht weggedreht wird. Das heißt, wir drehen das Ganze einmal nach rechts. Dann nehmen wir ungefähr so eine 2 Finger breite Strähne und halten die im besten Fall zwischen 2 Fingern und lassen circa so viel Haar hängen, wie dieser Aufsatz lang ist. Knöpfe sind auf Maximalstufe. Wir brauchen da wirklich diese Föhnstärke und aktivieren das Ganze. Oh mein Zack. Gott! Und schon haben wir eine ganz intensive Welle. Deine Haare nehmen die Form wirklich super an. Weißt du, was mein Problem war? Dass ich es zum einen trocken benutzt habe und ich auch gar nicht wusste, wie ich das aufwickeln soll. Viele machen das falsch und werfen die Haare wie so ein Lasso um den Aufsatz. Und da hat man dann nicht so eine gute Kontrolle irgendwie drüber, ne? Aber es war ein super Tipp mit dieser Haarlänge, dass es in etwa so lang sein soll, wie der Aufsatz ist. Das ist super. Ich brauche noch mal ein bisschen Feuchtigkeit. Mhm. Deine Haare trocknen echt schnell. Sehr, sehr schnell. Jetzt werde ich das Ganze entgegengesetzt drehen, einfach damit wir ein nicht so uniformes Wellbild bekommen. Zack. Ah, das heißt, Strähne für Strähne würdest du dann drehen? Genau. Einmal linksrum, einmal rechtsrum. Mhm. Wieder ungefähr so viel Haar hängen lassen, wie dieser Aufsatz lang ist. Dann ungefähr 10 bis 15 Sekunden das Ganze aufwärmen und danach nochmal für 8 Sekunden circa abkühlen. Mhm. Das heißt, du bist auf volle Hitze gegangen und bei dieser Föhnfunktion nochmal auf diesen blauen Punkt. Genau, also wir haben hier beispielsweise unseren Hauptknopf, womit wir arbeiten, schieben wir den einmal leicht nach oben, geht der Airwrap an. Mhm. Schiebst du den aber durchgehend nach oben, dann kürzt du direkt ab und deshalb ist da auch der blaue Punkt. Ich habe leider bei vielen Leuten gesehen, dass sie die rechte obere Taste nach unten schieben, um das auszukühlen. Braucht man nicht machen, da ist man immer nur an Hin- und Herschieben. Am besten ist, wenn der Finger immer oben an dem Hauptknopf bleibt und dann können wir immer den Cold Shot aktivieren, so heißt es. Cold Shot, okay. Genau, um die Strähne direkt auszukühlen. Wahnsinn. Richtig cool. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den nächsten Strähnen. Steigen wir durch, ja.
Ich lasse übrigens die Locken immer direkt so liegen, wenn ich den Stab rausziehe und gehe nicht mit den Fingern komplett da durch, weil dann entziehst du dir schon immer direkt so ein bisschen die Form und dadurch wird immer ein bisschen die Haltbarkeit beeinträchtigt. Ja, finde ich auch. Ich lasse die auch erstmal komplett auskühlen. Manchmal, keine Ahnung, gehe ich mir die Hände waschen oder was auch immer, dass wirklich die Hitze aus den Haaren raus ist und dann ausbürsten. Ich finde, das macht die Locken am langanhaltendsten und einfach schöner. Ja, das stimmt. So, die letzten zwei Strähnen und jetzt mache ich noch mal ein bisschen was anders. Okay. Weil ich möchte noch mal so ein bisschen ein lockeres Finish haben und da wickel ich die Strähne jetzt manuell drumherum, um eine lockere Beach Wave in der Front zu erzeugen. Ich hoffe, das geht mit dem Kabel. Man sieht auch, die Spitze halte ich fest, also die bleibt gleich glatt. Und das Ganze machen wir natürlich dann auch wieder versetzt in die entgegengesetzte Richtung. Wow. Am Ende geht man ganz locker. Über die Haarsträhnen. Wahnsinn, ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass meine Haare das so gut, das annimmt. Weil meine Haarstruktur ist schon kompliziert. Eigentlich hast du eine richtig dankbare Haarstruktur. Wow. Da kann man viel mit zaubern. Man muss nur wissen, wie und mit welchen Tools. Und Hab auf jeden Fall wieder was gelernt, weil ich glaube, ich habe es wirklich falsch gemacht. Ich möchte hier aber auch noch mal so ein paar fliegende Härchen. Ne? Mhm. Das geht ja immer. Das geht tatsächlich immer. Das ist mein favorite Step. Wow, ich sehe aus wie 1 Million Dollar. Mehr. Halt auch. Das ist so cool. Ja, und war auch mega easy und ich muss sagen, das ging auch relativ schnell, finde ich. Super schnell, wirklich. Also ich dachte, wir filmen jetzt echt gut lange durch. Wir sind halt eigentlich auch schon. Tschüss. Ey, die Locken, ich raste aus. Wie cool sind die bitte? Habe alles falsch gemacht. Und vor allen Dingen sind es halt auch immer noch mal nur so kleine Tricks, die man beachten muss, um halt wirklich einen super Finish hinzubekommen. Total. Und vor allen Dingen das Ganze ohne extreme Hitze. Und ich finde, deutlich schneller als mit herkömmlichen Styling-Geräten. Ja, absolut. Ich muss wirklich sagen, wenn man weiß, wie man es benutzt, so eine so viel bessere Option, finde ich. Mega. Bodylocken. Love it. Gehe ich so raus? Kann dir die andere Seite auch noch gerne. Schön wellig machen. Das ist gar kein Problem. Wenn ihr Fragen haben solltet zu dem Gerät, dann bitte super gerne in die Kommentare. Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest oder noch einen Tipp oder Trick, was du mitgeben kannst? Also vor allen Dingen wichtig ist natürlich das Thema Feuchtigkeit beim Styling, einfach damit wir die perfekte Umformung erzeugen können. Ansonsten eher etwas feinere Partien ausarbeiten, einfach damit man auch super intensive, schöne Ergebnisse bekommt. Ansonsten bringt der Airwrap ja eigentlich schon alles mit, was wichtig ist. Es geht einfacher, schneller und es wird besser. Und ich denke, das haben wir vor allen Dingen heute auch nochmal gesehen. Auf jeden Fall. Und hat mir auch richtig, richtig viel Spaß mit dir gemacht. Ja, mir auch. Cool, dass du auch gekommen bist. Ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut. Und ich finde, es ist echt nochmal was anderes, wenn jemand da ist, der wirklich
hundertprozentig weiß, wie die Geräte zu benutzen sind und auch mit Haaren umzugehen. Und ja, ich glaube, das ist auch einfach ein Mehrwert für die Community, definitiv. Wie gesagt, wenn ihr Fragen haben solltet, super gerne in die Kommentare. Hier drüben findet ihr zwei weitere Videos. Hier könnt ihr mich super gerne abonnieren. Wir sagen ciao. Ciao. Ja, wenn du mir noch die andere Seite machst. Siehst du, was ich meine? Ich schon so Error. Wow, Farrah Fawcett, love that. Es ist ja irre. Ich kann's. Perfektes Haar. Macht sehr viel Spaß.